Nach Ansicht der Hersteller könnten mit Hilfe innovativer Medikamente, bei denen Gesundheitsminister Philipp Rösler die Einschnitte plant, Behandlungskosten deutlich reduziert werden. Aber so einfach mit der Axt an die Preise heranzugehen, das wollen auch die Kassen nicht. Wir haben ein hohes Interesse, dass die Pharmaindustrie forscht. Wir haben ein hohes Interesse, dass natürlich auch für die Krankheiten, die wir haben, neue Medikamente auf den Markt kommen, die dazu führen, dass Krankheitsbilder aus dem Sinne des Versicherten ihnen mehr helfen, sie mehr geheilt werden oder dass sie auch wirtschaftlicher sind. Von daher sind wir ja auch bereit, beispielsweise bei einem Krebsmedikament, was dazu führt, dass der Krebspatient geheilt wird, auch entsprechende Gelder in die Hand zu nehmen. Das, was immer wieder feststellen, das können wir bei den Krebsmedikamenten feststellen, wir haben in den letzten 3 Jahren 240% Preisanstieg gehabt, obwohl die Anzahl der Krebspatienten gleich geblieben ist und auch die Sterblichkeitsrate sich nicht positiv verändert hat. Das heißt im Endeffekt, bei gleichem Nutzen ist lediglich der Preis um 240% gestiegen. Und um diese Thematik geht es. Wenn es einen erheblich höheren Nutzen hat, dieses Medikament, für den Patienten, für die Gesellschaft, dann kann auch der Preis entsprechend gebildet werden. Wenn es aber keinen Nutzen gibt oder nur einen geringen Nutzen, sind teilweise Aufschläge von 100%, 200%, 300% nicht gerechtfertigt. Nach den Vorstellungen des Bundesgesundheitsministers sollen die Hersteller künftig ihre Preise nicht mehr selbst festlegen, sondern diese in Verträgen mit den Krankenkassen festzurren. Gelingt dies nicht, soll das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellen. Für die KKH-Allianz könnte ein künftiges Modell wie folgt aussehen. Das bedeutet, dass es jetzt im Endeffekt nur um den Preis geht, für eine gewisse Zeit. Und in dieser Zeit getestet wird, ob der Nutzen, der aus den klinischen Studien kommt und der von dem Pharmaunternehmen auch versprochen wird, tatsächlich auch gilt. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also zum einen könnte man auch für eine Zeit von 3 Jahren einen Preis festlegen. Und sollte der Nutzen, der versprochen wurde, ist nicht eintreten, müsste die Pharmaindustrie einen Teil des Geldes zurückzahlen. Oder man könnte auch sagen, man legt einen tieferen Preis fest. Und sollte tatsächlich ein Nutzen eingetreten sein, wie versprochen, zahlt beispielsweise die Krankenversicherung entsprechend nach. Das bedeutet, wenn ein Nutzen nach 3 Jahren nicht eintritt, wird das wieder ein ganz normales Medikament mit Festbeträgen und wird dem Generikamarkt zugeordnet und hat damit nicht diese Kraft, die heute die Originalpräparate haben. Also das geht. Das Entscheidende ist, man muss natürlich in der Praxis eine Studie über eine gewisse Zeit erstellen, weil aus den klinischen Studien kann man nicht unbedingt ableiten, ob wirklich dann in der Gesellschaft bei den Patienten auch dieser Nutzen entsteht. Die Kosten für Arzneimittel sind innerhalb der letzten 10 Jahre von rund 20 Milliarden Euro auf zuletzt 32 Milliarden gestiegen. Zahlreiche Sparpakete in dieser Zeit konnten den Trend nicht stoppen, allenfalls kurzfristig bremsen. Bleibt abzuwarten, ob sich Philipp Rösler nun durchsetzen kann.